Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ich guck nur gerade, ob alles läuft. Ja, das schaut sehr gut aus. Freut mich, freut mich. Ich freue mich alle 3 Wochen immer wieder, wenn ich hier ein bisschen spielen darf. Ist immer wieder schön. Ist auch immer wieder schön zu sehen. So, jetzt hier, damit wir mal gucken können. Es hieß in den Kommentaren, ich spiele auf einer sehr niedrigen Schwierigkeitsstufe. Das ist wohl auch soweit korrekt. Es gibt nämlich hier leicht, mittel, schwer, dann noch irgendwas. 4, 5, 6 und das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 von 6 statt 3 von 10. Ist jetzt nicht das Höchste. Ich bin noch nicht wirklich gut in dem Spiel. Weil es ist schon. Boah. Und mit dem Forschen und allem. Ist knackig. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Ich mag es nach wie vor. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ich hoffe mal, dass das Switchen funktioniert hat. Schauen wir gleich nochmal nach. Bevor es richtig zur Sache geht. Bum, bum. Ich weiß gar nicht mal, was eigentlich geplant war. Angegriffen werde ich gerade. Von den Piraten glaube ich auch nicht. Doch. Na, ganz toll. Wo ist denn meine Ihre Befehle, Flotte? Da Kommandant? unten. Ah, okay. Bisschen wenig Geld. Aber hier, das müsste ich gewinnen. Wir sind bereit. Ja, das schaut okay aus. Die Piraten ignoriere ich ja. Ne? Großteils. Ja, das schaut gut aus hier. So, und dann wollte ich mal gucken. Irgendwo habe ich diese Novalidkanonen oder wie die Bereit heißen. für die vorderste Front. Wo habe ich die Konrad hat hingeballert? Feinde im Anflug erfasst. Irgendwo hatte ich die. Wo waren die Piraten plündern nochmal? einen unserer Planeten. Ja. Ich finde sie nicht. Oder habe ich doch keine gebaut? Aber das sieht mich wundern. Schildgenerator. Komm, bitte komm, over. Unsere Verstärkung Keine greift in die taktischen Schlacht ein. Plätze. Unser Planet wird belagert. Da ist nix. Da ist nix. Da Unsere Flotte könnte wird ich. angegriffen. Komsat hat Feinde im Anflug Da geht erfasst. nix. Piraten Da geht plündern einen nix. unserer Planeten. Da habe ich eine. Ah ja. Da noch nicht. Da habe ich auch. Okay. Dann schauen wir mal. Dann bauen wir jetzt hier welche. Damit wir die dann nämlich. Ich glaube, ich packe die auf Steuerungsgruppe 5. So, wo waren denn noch welche? Erwing zur Verfügung. Ich glaube, hier hatte ich noch eine, oder? Erwing zur Ja. Verfügung. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde So. entdeckt. Und hier war, glaube ich, noch eine. Ja, yeah, genau. So, Automatismus schalten wir aus. Ihr Freund Und dann und schaut das schon Mitglied. alles viel besser aus. Der Planet gehört demnächst mir. Sehr nice. Notfallstrukturen, taktische Kapazität, das können wir mal machen. Taktische Kapazität. Nicht ausreichende Metalle. Boah, Unsere teuer. Verstärkung greift Alles in die Schlacht sehr, ein. sehr teuer hier. Aber ich bin noch ein bisschen selber schuld. Ne? Oh, das muss ich auch machen hier. Sie haben ein Problem mit Die dem Jäger? zivile Sie Infrastruktur, die haben ein muss hoch. Problem mit dem Jäger? Wurde unserem Imperium einverleibt. So, der gehört jetzt uns. Sehr schön. Planetenentwicklung Genau, abgeschlossen. das wird gebaut. Und dann gucken wir mal, ob wir die bald abfeuern können und was für Fahren ein Sie fort! großes Krabums uns dann dort erwartet. So. Aber bisher ist es ganz gut, würde ich sagen. Zusätzliche Credits So, benötigt. hier sind die Piraten irgendwie, ne? Stressen ein bisschen, aber so ganz schlimm. Ah, hier ist noch eine Novalid. Schaut euch das mal an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, es sind doch ein paar. Also ein paar habe ich schon. Das ist gar nicht so schlecht. Strukturelle Integrität hält noch stand. Und irgendwann müssten die ganzen Piraten ja auch abziehen, ne? Wenn es nichts mehr zu holen gibt.
dann hauen die ja meistens ab. Wir sind bereit. Oder wenn sie besiegt sind. Nicht ausreichende Metalle. So. Ihre Befehle, Kommandant? Geschwader meldet sich bereit. Ihr Freund und genau. So, Titanstufe 10. Da kann ich auch nichts mehr leveln. Ich glaube, das Setting ist ganz okay. Geschwader so ganz meldet gut kenne ich mich dann natürlich nicht aus. Nicht ausreichende Metalle. Aber es dürfte passen. So, jetzt warten wir noch, bis wir genug Kristalle haben. Benötigt. Mehr Kristalle so. Benötigt. Ihre Befehle, und dann Kommandant. Fliegen wir da runter. Genau. Ich hole mir jetzt Stück für Stück einfach einen ganzen Haufen Planeten. Meine Flotte ist ja ziemlich. Truppen sind eingetroffen. Nicht ausreichende ziemlich Metalle. Stark. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Wo ist das denn? Ah. Ich habe hier tatsächlich nur eine. Und die ist noch nicht voll ausgebaut. Okay. Ein bisschen Scheps steht sie auch da. Das dürfte aber nicht zu viel ausmachen. Wo sind denn die gegnerischen Jagdgeschwader? Planeten ja, Moment einmal. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass er hier noch ein Hangar hat, oder? Nee? Nee. Aber die sterben Stück für Stück, also das wird schon passen. Gut, die springen wieder gemeinsam. Ein Problem mit dem Jäger. Wo? Ah, Konstruktionskreuzer. Schaut's mal her. Da bauen wir jetzt hier. Und hier. So. Das müsste passen. Ich brauche einfach mehr Geld, ne? Geld, Geld, Geld. Bomber bereit. Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay, die springen gleich. Das ist auch sehr gut. Phasensprung auf so, jetzt. Signal. Eins, zwei. Phasensprung auf mein zwei Signal. Sind schon fertig. Dann gucken wir mal. So, wir probieren das jetzt mal aus. Es hieß nämlich, zwei Stück könnten unter Umständen bereits ausreichen. Das will ich ausprobieren. Das heißt, ich hole mir hier eine Aufklärerfregatte. Schmeiß irgendwo bei einem Planeten. Hier zum Beispiel. Eine Drohne rein. So eine Spähdrohne. Und dann sehen wir schon, passt das oder passt das eher nicht? Wenn da was ist, werde ich. Das ist jetzt auch nicht, um jemanden falsch oder richtig liegen zu lassen, sondern nur für mich, damit ich halt weiß, okay, was ist es tatsächlich? Wie muss ich agieren? Wie muss ich mich aufbauen? Damit ich da Bescheid weiß, wie viele Angriffe brauche ich, um einen Planeten mit einem Schlag wegzuhauen? Genau. Und das werde ich ganz normal ausprobieren und gut ist. So. Wir sind bereit. Das dürfte hier alles von alleine laufen. Der Zwergplanet ist auch... Ja, schaut mal, was der hier abbekommt. Der macht es nimmer lange. Bevölkerung ist schon auf null. Das kann sein. Das sind ja immer noch die Geschwader. Aber die müssten langsam absterben hier. Ja, es geht zurück. Alter, das passt. Was war das? Zeit zum Handeln. Ah. Ja, Commander. Wird gebaut. Na gut, bauen ist nicht schlimm. So. Wohin jetzt? Aufklärer. Das dort. Finde ich schon. Unterwegs. Da soll er eine Sonde abwerfen. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Okay. Und noch eine Kolonie. Dann können wir auch schon wieder abhauen. Genau. Bauwerk komplett. Nicht und immer schön ausbauen hier die Bevölkerung. Weil das kostet Geld. Wenn man das nicht macht, dann kosten die Planeten einen Geld. Und wir wollen ja Geld verdienen mit dem Planeten. Ne? Deswegen machen wir den ganzen Schwachsinn ja. So, schauen wir mal. Also den richtigen Ausbau, den mache ich später. Da fehlen mir jetzt die Kapazitäten für. Aber ich kann zumindest hier so ein bisschen... Ab und zu könnte ich hier mal so ein Handelszentrum bauen oder was. So. Und vielleicht geht das Gesamteinkommen dann hoch. Ja, 50,5 pro Sekunde. Ist gar nicht schlecht. Feinde im Anflug erfasst. Das passt. So, wo? Ist das kritisch? Theoretisch? Feindliche Truppen sind eingetroffen. Könnte es kritisch sein?
Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht einen Kreuzer bauen können hier. Ja, da geht doch was. So. Jetzt bauen wir da eine Konstruktionsfregatte. Wo ist denn der Aufklärer? Was war das? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Der hat ein Artefakt gefunden. Okay. Hüllenstärke. Von was denn? Ah, der ist ja drauf geballert. Okay, okay, ich verstehe. Bauwerk komplett. Das Schöne ist, oh, gibt's mir doch mal ein bisschen Luft zum Atmen. Das Schöne ist ja, Logistik ist gut. Großkampfschifffabrik benötigt. Ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Das Schöne ist ja, ich weiß jetzt, wo die Artefakte sind. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ist egal. Und sobald... Wo ist denn die Aufklärerfregatte jetzt eigentlich? Muss da irgendwo rumschwimmen. Da! Was wollen Sie genau wissen? Sobald ich weiß, dass das hier funktioniert, den Planeten hier zum Beispiel mit Planetenentwicklung abgeschlossen. X Attacken zu besiegen, dann... Umsatz hat Feinde im Anflug erfasst. Dann kann ich hier, wo Artefakte oder experimentelle Waffen gebaut wurden, die wegbombardieren und dann dürfte er sie nicht mehr benutzen können. Also das ist der Plan hinter dieser ganzen Aktion. Und da schauen wir mal, ob das funktioniert. So, hier natürlich schön die Ressourcendinger bauen. Ja, sehr gut. Hier zum Beispiel, vielleicht eine Raffinerie. Das muss ich aber später gucken, wo ich wirklich die Raffinerien baue. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber zum Beispiel kann hier so ein Zentrum hin. Bams. Für ein bisschen Loyalität, weil 50% ist schon sehr wenig. 37, das ist halt schon sehr knapp. Und da will ich auf jeden Fall ein bisschen was haben. Na? Und ein Handelszentrum bauen wir auf jeden Fall auch mal. Das lohnt sich eigentlich immer. Energie auf den Raumsprungantrieb. So. Und der Kreuzer, wo soll der hin? Hier, glaube ich, war das. Na ja, genau. So. Jetzt schauen wir mal. Sprung abgeschlossen. Der müsste jetzt hier dann... eigentlich kann der... Egal. So, schauen wir mal. Bumm. Bumm. Vielleicht reichen ja die beiden schon, ne? Schauen Unser wir Planet gleich mal. Wird belagert. So, Sonde ist gesetzt worden. Bin schon da. Und weiter geht's. Und jetzt warten wir einfach mal ab. Hat Fernsensor. Sehr schön. Also ich glaube zumindest, dass das sehr schön ist. Bauwerk komplett. Sehen wir demnächst. Bauwerk komplett. Da sind immer noch zwei Gauner und so, aber das macht nichts. So. Der fliegt irgendwo ganz komisch hin. Wundert mich ein bisschen. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Das ist jetzt eigenartig, dass der... Also der sagt mir jetzt gar nichts. Ah, nee, da ist der zweite. Dann habe ich noch einen, der einfach so rumballern darf. Ha. Jetzt schauen wir mal. Der Sprengkopf kommt an. Tut dem eigentlich. Boom. Wow. Mit einem Schlag ist der Planet nicht mehr seins. Bauwerk komplett. Ja, stark. Gut, das war jetzt natürlich ein kleiner Planet, aber trotzdem. Ne, trotzdem. So, irgendwo habe ich aber noch eine Novalit-Kanone übrig, die nicht gezählt ist. Also die habe ich. Die war seitlich irgendwie. Piraten sind unterwegs. Das war schon seltsam. Eins, zwei, drei. Da kann ich eine bauen. Vier. Da kann ich eine bauen. Da geht nichts. Wo war die? Wo ist die letzte? Das muss ich halt wissen. Das ist für mich tatsächlich ganz wichtig. Also Weil ich will ja nicht zufällig einfach irgendwo rumschießen. Gibt es eine Möglichkeit, durch alle Novalit-Kanonen durchzuswitchen?
Also mit Tab geht's nur, wenn ich was ausgewählt habe. Novalid. Da nicht. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Also ich auch keine. Nee. Da ist eine. Da ist eine. Die habe ich. Da ist keine. Da ist nix. Weil da war noch ein Sprengkopf, das weiß ich. Da ist noch eine. Und das war's. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Das ist halt jetzt so. Ich habe doch so ein Kolonieschiff. Kann das nicht irgendwie... Anscheinend nicht. Okay. Das heißt, da brauche ich etwas anderes. Ein Kolonialschiff, denke ich mal. Weil das ist... Ah, nee, das ist ein Asteroid. Den muss ich kolonisieren. Ja, dann passt ja. Dann können wir das hier oben wieder abbrechen. Commander. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. So. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Okay. Bauwerk komplett. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Naja, das... Der Protektor, der macht nicht viel. Das ist ziemlich egal. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Aber ich muss jetzt trotzdem mal gucken, dass ich mich so ein bisschen ausbaue. Ein hier zum Beispiel, ja, genau. Ausmaßen wurde entdeckt. So, da bauen wir noch eine Raffinerie hin. Boom. Sehr schön. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Und dann noch sowas hier. Ein bisschen was so. Genau. Gut, was haben wir hier? Hauptplanet-Upgrade? Nee, das machen wir jetzt nicht. Okay. Jetzt können wir uns ein bisschen ausbauen. Logistik hochpushen. Planet erforschen. Das reicht erstmal. So. Das kostet nämlich schon genug Geld. Aber es ist wichtig. Feinde im Anflug erfasst. Ah, die sind alle noch auf Automatik. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wir sind bereit. Na gut, und weiter geht's. Immer schön weiter den Grünen vernichten, bis er ganz tot ist. Wir benötigen eine Titanenwerf. Ja, noch nicht. Planetenentwicklung abgeschlossen. Zusätzliche Credits benötigt. So. Bau möglich. Sehr schön. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Schade. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Schade. Commander an Deck. So, hier wird noch... Da warte ich einfach noch mit der Truppe. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen mehr ausbilden. Sollte ich auch. Aber mal gucken. Und was ich noch forschen soll, weiß ich nicht. Da gibt es nicht mehr so vieles, wo ich sage, boah, das brauche ich unbedingt. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Hier das verbesserte planetare Schilde. Das macht Sinn. Aber die Sicherheitsüberbrückung zum Beispiel... Sie ist sicher nützlich, aber ich brauche sie jetzt einfach nicht, ne? Das ist das Ding. Bei Zivil hier Schiffsbauzeit reduzieren, ja, aber ich habe eh kein Geld fürs Forschen. Das war halt ein bisschen blöd von mir gemacht. Aber was soll ich da jetzt groß tun, ne? Ist halt so. So. Und bei Diplomatie, ich vernichte meine Feinde, ich will mit denen gar nicht reden. Also hier brauche ich es jetzt nicht. Und ansonsten bin ich fertig. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ich habe elastisches Metall, das ist ziemlich nice. Hier nämlich. Aber das war's. So, das Schöne ist, sobald ich den Planet habe, kriege ich neues Artefakt. Pfeil wurde mir gesagt, zeigt an, da ist was. Und das hole ich mir jetzt. Oh, der greift hier an. Okay. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Was jetzt, Commander? Ja, dann müssen wir hier doch mal ein bisschen mit Verstärkungen spielen. So. Schriekenkorvett, Flak. Fregatten, Raketen, Fregatte. Bild mal ein bisschen aus. Weil ich bin jetzt hier unten beim Grün beschäftigt. Ich kann jetzt nicht hier hochgehen. Das müssen die Sternbasen unter sich ausmachen. Also für sich quasi. Je größer sie sind, desto härter schlage ich zu. Unsere Flotte wird angegriffen. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. So. Wir sind bereit. Oh, kommt da noch ein Titan dazu? Das wäre natürlich böse. Nein, bisher nichts. So, das Großkampfschiff bitte vernichten, das ist nämlich böse. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ja, das kriegt schon gut kaputt. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Dann den da.
den da. Boah, mal sehen, wie lange die durchhalten. Aber ich habe ja ein paar Verstärkungen auf den Weg geschickt. Das ist dann ganz gut. So, zwei sind fertig. Schauen wir mal. Bumm. 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 Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Okay, passt. Das müsste bald mir gehören. Ja, da kann er nicht viel gegen machen. Da bin ich ein bisschen zu stark gestellt. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Und ja, vielleicht noch ein paar Träger. Komm. Das ist immer nützlich. Ja, ich kriege ja aber gut Schaden. Ja komm, die Hülle könnt ihr noch zerstören. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Den. Aber ich glaube, ich überstehe das so irgendwie. Aber das schaut gar nicht so schlecht aus. Wenn denn erst meine Verstärkungen eintreffen würden, komplett. Wo sind die denn? Ja, jetzt. Was wollen Sie? Schön da hochspringen. Und Gutes. Und dann bauen wir uns hier schön weiter auf. Alle Geschütze bereit. Hier zum Beispiel sowas. Ja. Und eine orbitale Raffinerie dürfte hier auch sinnvoll sein. Unser Planet wird belagert. Wenn ich hier so gucke, das Empire anzugreifen. Da ist eine. Dann können wir da unten vielleicht noch eine bauen. Genau. So, hier bauen wir noch eine hin. Sowas noch. Nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Sowas noch. Genau. Ja, dann schauen wir mal weiter, was immer halt geht, ne? So, ein bisschen Geld brauche ich hier noch. Aber dann kann ich nochmal einen Handelsposten bauen, das tue ich auch. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. So, der Planet ist bald weg. Problem mit dem Jäger. Und hier, naja, ich glaube, das überstehe ich. Komplett. Fregattenfabrik benötigt. Ich habe auch noch die Reparaturwerft. Ja, sehr schön. Forschung abgeschlossen. Alles bereit, ein paar so, Mücken zu erledigen. Hoch dort. Da unten ging's auch noch weiter, ja. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Genau. Ah, da fehlt jetzt ein bisschen das Geld. Einfach mal alles raushauen hier. Und dann wird das schon. Und ich glaube, hier habe ich verteidigt, ne? Nicht perfekt, aber es dürfte ganz gut ausschauen. Ja, doch, denke ich mal schon. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.